Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sprechen heute über das Kombinieren von Skincare. Das sind die meistgenannten Fragen auf diesem Kanal hier. Wie kann ich was mit was kombinieren? Ich werde euch in folgenden Videos, also es werden mehrere, werde ich euch Routinen machen, die eventuell, weil ich habe nicht alle Produkte immer da, die eventuell eure Fragen beantworten. Und wenn man bei Google Trends guckt, sieht man, dass es auch allgemein die allgemein genannteste Frage, durch das, dass ich sehr viele Produkte vorstelle, werden mir natürlich unter den speziellen Produkten generell immer die Fragen gestellt. Und wenn irgendwie Säure oder Retinole mit im Spiel ist, dann am allermeisten. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Ich habe euch heute was ganz, ganz Simples. Was ja eigentlich auch wichtig ist, also dass man sich reizarme Routinen aufbaut, dass man unterschiedliche Produkte nimmt, weil du kannst dir nicht immer Säuren aufs Gesicht packen. Und in meiner Welt ist gerade Sommer. Das bedeutet, ich muss mich natürlich auch nach den Begebenheiten des Tages so ein bisschen richten, was ich machen kann. Und ich habe eine fettige Mischhaut, die sehr ins Fettige geht. Man sieht es auch immer wieder an meinem Pony, dass der halt auch, wenn er da auf der Stirn aufliegt, sehr schnell einfettert. Ich hasse das Thema wirklich. Aber durch das, dass meine Haut so fettig ist, kann die halt mehr vertragen. Ich habe eine unebene Hautstruktur. Aber wenn jemand jetzt eher in Richtung trockene Haut geht oder in Richtung empfindliche Haut geht, muss er natürlich mehr darauf achten, dass reizarm arbeitet. Denn die Tipps, die ich bis dato immer gegeben habe, waren halt eigentlich immer dieselben. Guck mal, wie deine Routine aussieht, wenn du jetzt schon dir so ein teures Produkt gekauft hast, weil das ist oftmals auch ein Problem. Da hast du dir ein 20-Euro-Produkt gekauft, so im Schnitt, und verträgst es nicht und bist natürlich dann wütend. Und ich gebe halt dann generell immer Tipps, wie man seine Routine am allerbesten so konzipiert, dass das eventuell funktioniert. Und noch ein kleiner Tipp. Die Angaben auf den Produkten sind nur Empfehlungen. Du darfst nur das machen, was deine Haut dir vorgibt. Das ist ganz wichtig. Nicht denken, hey, ich werde das jetzt weiternehmen, das wird schon irgendwann. So war ich früher auch. Die ersten Male, wo ich Säuren verwendet habe, da habe ich gleich mir meine Haut verätzt. Na, das ist aber vor Jahren gewesen. Und jetzt sind wir da ja ein bisschen weiter und provoziere keine Hautreaktion. Das ist ganz schlecht. Wir legen los mit der Reinigung. Und ich habe eine Morgenroutine. Ich werde ein bisschen abwechseln mit Morgen-Abend, denn die Morgenroutine, die ist halt bei mir kürzer. Die Abendroutine umso länger, obwohl ich das, wenn es warm ist, auch eher ein bisschen kürzer halten möchte. Mild. Mild ist das Stichwort. Ne? Also keine Duftstoffe, kein Alkohol, kein fancy Produkt, vielleicht auch keine Seife, ich weiß nicht, ob du Seife verwendest im Gesicht, das ist ein absolutes No-Go. Ich war ja auch mal so eine Zeit lang auf so einem Unverpackt-Trip und die Produkte, die es da auf dem Markt gibt, die sind halt eher schlecht. Ja. Und wenn es dann Seifen sind oder so, dann geht es generell schon mal nicht. Aber wenn du jemand bist, der Naturkosmetikprodukte nimmt, keine Duftstoffe, kein Alkohol, das geht gar nicht. Wenn du dann noch irgendwie so High-Quality-Inhaltsstoffe verwendest zusätzlich noch, dann reizt du deine Haut noch zusätzlich. Das kann wirklich mal ein halbes Jahr gut gehen. Auf einmal reagiert deine Haut, dass es kracht. Und du weißt nicht mehr, wo es herkommt. Ne? Also schon generell so ein bisschen so arbeiten, dass du deiner Haut nicht schadest, sondern was Gutes tust. Das hier ist ein mildes Waschgel.
Kann ich empfehlen. Ich bin jemand, wie gesagt, ich vertrage das ein bisschen besser. Ich kann auch Säuren in Waschgels vertragen. Verwende aber seit einiger Zeit den hier wieder, weil ich halt gerade einfach besser damit klarkomme und mir das einfach auch ein bisschen besser gefällt. Gibt es für kleines Geld. Reinigung muss nicht viel kosten, muss es nicht, kann, wenn man ein bisschen mehr Luxus haben möchte, würdet ihr in anderen Videos jetzt von mir sehen. Aber das hier ist schon eine richtig coole Alternative. So. Und wie gesagt, ich werde so oft zur Reihenfolge gefragt und versuche euch jetzt eben auch mal gucken, ob ich euch Produkte auch einblenden kann, die man stattdessen nehmen kann. Das hier ist ja jetzt ein normales normaler Toner. Waschgel, was ist mit mir? Das ist ein normaler Toner. Und der blaue von Balea ist gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ich verwende halt auch andere Produkte, wie jetzt beispielsweise der Isana Pure Toner oder diese Milky Toner, die jetzt rausgekommen sind, werde ich übrigens hier auf dem Kanal auch noch vorstellen. Du kannst an der Stelle aber auch den No Illuminator verwenden. Wenn du ein Typ bist, der eher so trockene Haut hat, also auch feuchtigkeitsarm und oberflächlich auch trocken, kannst du auch hergehen und sagen, du nimmst den Illuminator von No und packst das oben drüber oder du nimmst das hier und nimmst noch einen Milky Toner drüber. Also wenn es hilft, versuch auch Toner zu schichten. Also ich brauche das nicht bei meinem Hauttyp, aber wenn es dir hilft, Toner zu schichten, why not? Und der Illuminator hat beispielsweise eben noch andere Inhaltsstoffe, die eben ganz gut sind, wenn du zu Akne neigst und durch das Pickelmale bekommst oder Pigmentflecken hast und so. Also kannst du gerne da zwei Produkte aufeinander schichten, wenn es für dich gut ist. Ne? Also. Und wenn deine Routine eben so reizarm wie möglich ist, wenn du empfindliche Haut hast, na, das ist auch nochmal so ein Ding. Weil, wie gesagt, mein Hauttyp verträgt ein bisschen mehr. Also hast du eine eher empfindliche Haut, würde ich auf reizende Stoffe wirklich verzichten. Bist du jemand wie ich, der so ein bisschen mehr verträgt, pack ruhig den Illuminator an der Stelle rein oder noch zusätzlich rein, je nachdem, wie dein Hautgefühl ist und wie comfy das für dich ist, weil Skincare ist immer noch so eine Sache, die muss einem irgendwie auch passen, ne? Und jeder handhabt es auch so ein bisschen anders. Mein dritter Schritt ist nichts für Menschen, die Make-up tragen. Hyaluron habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, brauchst du jetzt auch nicht notgedrungen extra, weil manche Toner haben das einfach auch drin. Da brauchst du nicht noch irgendwie extra irgendwie ein Hyaluron. Ich mag das halt bei meinem Hauttyp und das schließt nochmal diese sanfte Routine ab. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch Menschen, die eben auf diese verschiedenen Molekülgrößen, es gab ja eine Zeit lang, wo die dann Werbung gemacht haben mit dreifach, vierfach Hyaluron und was weiß ich. Es gibt Menschen, die darauf reagieren. Wieder mein Tipp, achte darauf, was deine Haut dir sagt. Das ist super, 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 super wichtig. Also, wenn du das verträgst, mach's drauf. Wenn du Make-up trägst, Warnung, das kann abrollen. Ne? Ich habe es jetzt auch gerade drauf und meine Sonnencreme rollt ein bisschen ab. Wundert mich. Habe ich gerade vorher so gewundert, so, weil ich teste halt immer neue Produkte und habe gerade wieder gemerkt, so. Schwierig. Also, wenn das bei dir funktioniert, trotz Make-up, super, do it, aber es kann halt wirklich der Grund sein, warum das dann hinterher abrollt. Also, ich mag halt Feuchtigkeit. Durch das, dass ich halt eine super fettige Haut habe, ist es auch gar nicht mal so falsch. Und jetzt kommt ein Schritt, gerade tagsüber, der halt wichtig ist. Ich brauche keine Creme dazu. Na, also, ich habe schon eine fettige Haut. Und die fettige Haut, es wäre schwierig, wenn ich da jetzt noch eine Tagescreme drauf machen würde. Bist du ein Hauttyp, der eine Tagescreme und einen Sonnenschutz gebrauchen kann, mach das auf jeden Fall. Aber der Sonnenschutz muss als letztes drauf, ne? Also der Sonnenschutz schließt die ganze Geschichte am Ende ab. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich wollte schon lange ein Video über das machen, aber ich habe so gemischte Gefühle. Jetzt teste ich gerade einen neuen aus und der verhält sich bei mir auf der Haut auch irgendwie komisch. Also kann ich dem halt auch nicht nur Schlechtes zu schanzen oder wie sagt man dazu? Also wenn ich das drauf mache, dann schließt es schön ein, aber nach kurzer Zeit habe ich das Gefühl, als hätte ich ein reichhaltiges Öl auf die Haut gemacht. Und das finde ich halt sehr ungünstig, gerade bei Hitze. Also es fühlt sich halt an, wie als wenn ein Inhaltsstoff, der da drin ist, weil vorher ist es matt und ein bisschen klebrig, als wenn ein Inhaltsstoff, der in dem Produkt drin ist, schmilzen würde. Und dann kommt noch das Hautfett dazu, du schwitzt noch gleichzeitig. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, habe das geschnitten und dachte mir nur so, wieso sehe ich so aus wie so eine Schwarte? Und dann sollst du ja auch ungefähr so einen Kram auftragen. Schwierig. Es hängt aber auch mit meinem Hauttyp zusammen. Ich will Produkte nicht schlecht machen, die nur bei mir auf meiner Haut nicht funktionieren. Ich rate bei solchen Produkten immer, testet die aus. Und wenn die bei euch auf der Haut funktionieren, why not? Na, auch wenn andere gesagt haben, es ist nicht so gut. Bei Creme reichen die kleinsten Sachen und die funktionieren bei euch oder funktionieren nicht. pH-Wert, Hormonhaushalt, Hauttyp, es gibt so viel Alter, ne, spielt auch noch eine Rolle. Also es lohnt sich immer, sowas so auszuprobieren. Und ich fand es schon mal gut, dass eben Balea da was mit 50 Milliliter rausgebracht hat. Auch wenn das für mich kein Nachkaufprodukt ist. Also auch ich bin jetzt bei dem Produkt, was ich jetzt drauf habe, von NO beispielsweise, das ist auch recht fettig und rollt leider runter. Aber da sehe ich aus wie eine fettige Schwarte. Ohne das. Ich muss noch ein bisschen probieren, um das Produkt hier vorzustellen. Ich werde es aber vorstellen. Und so könnt ihr euch eine Kombination einfach vorstellen. Von flüssig zu fest, ausgeschlossen die Reinigung. Also am Ende immer die Sonnencreme. Wenn du davor eine Tagescreme einbauen kannst, do it. Ich kann es leider überhaupt nicht mehr. Also spiel da wirklich ein bisschen rum und achte darauf, dass deine Routine wirklich nicht immer zu reizend ist. Auch in meinem Fall, ich könnte jetzt auch nicht jeden Tag Säure und Retinol verwenden. Das geht halt einfach nicht. Und was ich eben auch rate ist, wenn du eben neue Produkte testest, teste die am Abend, wenn die so ein bisschen reizend sind, wie Vitamin C, Retinol etc. Weil wenn du eine Hautreizung hast, hast du die über die Nacht. Deine Haut erholt sich dann wieder und du musst nicht über den Tag hinweg mit einer scheiß Haut rumlaufen. Also solche neuen Sachen, die eventuell reizen können, immer über die Nacht machen. Wir werden aber in den nächsten Videos darüber sprechen. Ich melde mich an der Stelle ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.